Glückwunsch oder zum neuen Video hier aus Bremen sind wir am Start. Ich habe ein altes Format jetzt wieder ins Leben berufen. Ihr seht es im Titel, diesmal drei Städte, drei Hype-Spots. Wir haben das schon mit drei Städte, drei Döner und so weiter gemacht. Wir haben viele Formate, das finde ich ganz geil, weil man dann immer gleich drei Städte auch sieht. Ist für jeden was dabei. Ja, also wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen. Siggis Gemüsekebab, deutlich viral gegangen, ordentlich viral gegangen in den Social-Media-Portalen. Und auch ihr habt es sehr oft empfohlen. Ja, und wir gehen rein. Ein Bremer Gemüsekebab, was kann der? Kann der mithalten mit den Berlinern oder mit der Deutschlandspitze? Geht da was? Wir gehen rein. Huiuiuiui. Hallo ihr Lieben. Ach, sogar mit. Hi, grüß dich. Lavagrill. Ja. Lavagrill. Ich dachte schon, du hast hier so eine Erfolgskulle. Moin, moin. Grüß dich, Ahmad. Ich gebe dir hier mal die Hand. Hallo. Grüß dich, mein Lieber. Na? Ich habe schon eben das Video angekündigt. Ja. Wir machen heute drei Städte und aus jeder Stadt machen wir einen Hype-Spot heute. Ja. Na, und in Bremen geht ihr um ein gut viral. Ja. Ne? Und da wollen wir das schöne ist ein Japan-Spiel, ne? Ja, das ist ein Japan-Spiel. Oha, was hast du ja Feines? Das ist auf jeden Fall sehr gute Qualität und kein junges Tier, auch kein altes Tier. Ne? Das ist nur sehr so ein gutes Mittelding, ja? Genau, und das stecken wir mal jeden Tag selber ein. Mhm. Erstmal 24 Stunden wird das mariniert, dann schön frittiert und danach, nach 48 Stunden später, kommt das auf den Spießverteil. Ihr mariniert das selber? Ja. Warte mal, ich muss noch von der Seite filmen. Okay, genau. Okay, jetzt. Wir marinieren das selber und das wird jeden Tag frisch aufgesteckt. Ja, steckt ihr auch selber oder macht das jemand anders neu? Nein, das stecken wir selber. Oh. Das Fleisch ist immer frisch. Ehrlich? Ja. Okay, dann werde ich dich jetzt mal was fragen, weil viele lügen bei der Sache, ne? Ja. Was für ein Stück vom Tier benutzt ihr? Ich benutze Oberschale. Oberschale, okay, stark. Oberschale? Oberschale. Boah, stark. Okay, also es sieht auch absolut in einem Standardspiel aus. Spiel es aus, ihr habt hier oben heute dennoch kleine Lammschicht drauf. Fett und dazwischen haben wir auch Fett. Und du siehst ja auch so gesehen die Schichten. Dass das auch nur pur Fleisch ist. Ne? Okay, stark. Also boah, das saftet Hacken. Richtig. Das saftet richtig. Das ist saftig. Macht ihr den auch selber? Den machen wir nicht selber. Den macht nicht selber, ne? Ist so neben Steak-Döner nicht so interessant für dich. Ja, das glaube ich. Ja. Okay, dann werde ich mal einmal den Laden hier nochmal abfilmen und dann werden wir nochmal ein paar Fragen dir stellen. Ja. Das heißt wir, ich meine ich damit. So, da ist der Spieß. Wir reden die ganze Zeit darüber. Jetzt seht ihr auch mal. Sieht geil aus, ne? Ah, da gibt's hier Gas. Da gibt's hier ordentlich. Und jetzt AMG hier. Der Laden recht klein, hier vorne kann man noch essen. Hier ist die Küche, hier könnt ihr auf Toilette. Ah, da steckt ich kann der dir das auch gleich hier oben, kann ich dir auch zeigen, was mit Fleisch wird. Gerne. Und dann machen wir das halt selber. Mhm. Geil, danke Budi, danke. Ich gucke hier gerade, aber Preis geht noch gut klar, 7 Euro oder so habe ich gerade gesehen. 8,50 Euro. Okay, da muss ich euch auch sagen, so bei der Quali, das ist was anderes, ne? Weißt du, was ich schlimm finde inzwischen? Yeah. Diese ganzen Standarddöner, wo komplett Drehspieß, wenn die dann 8,50 kosten oder so. Ja, das ist nicht fair, weil du kannst ja auch nicht so, sag ich mal, ein Opel mit einem Mercedes. Nee, kannst nicht zum gleichen Preis einfach verkaufen. Nee, aber das Auto fährt auch beides fahren, aber trotzdem hat das andere eine andere Qualität. Ich sag dir das. Und wir machen die Handarbeit, das Ding wird erstmal 5 Stunden filetiert, sauber gemacht, dann nochmal 5 Stunden aufgestellt, da sind ja 10 Stunden noch Arbeit. 100%ig. 12 Stunden stehen und das verkaufen. Ja. Wir sind immer noch 1 Euro teurer als die Drehspießdöner, sag ich mal. Und das ist noch meiner Meinung nach zu wenig. Ich verstehe, was du meinst. Also ich sag dir eins, ne? Wir sind am Punkt in Deutschland, da spreche ich für uns beide. Wenn der Punkt ist, wo sich die Deutschen oder die Leute in Deutschland keinen Döner mehr leisten können, dann werden wir zum Tier, wir beide. Ja, dann werden wir auf jeden Fall zum Tier. Dann werden wir komplett zum Tier. Dann werden wir sauer. Dann werden wir sauer. So, also wir sind noch mal eben kurz raus, da war gerade so eng, jetzt ist gerade Ansturm, ist übrigens erst 2-3 Minuten auf. Aber ich habe schon gesagt, haben wir eben auch geredet, wenn der Zeit kommt, wo die Leute in Deutschland sich keinen Döner mehr leisten können. Da drehen dann, wir am Rad, ne? Durch, weil ich bin mit Döner geboren, ich bin in der Küche geboren, sag ich. Ich bin auch mit Döner geboren. Ich habe jeden Tag Döner gegessen, nach der Schule, vor der Schule. Ich schwör's dir. Und das kann einfach nicht sein, wenn sich die Leute keinen Döner mehr leisten, weil es gibt so viele Dönerliebhaber und deswegen darf das auf jeden Fall nicht dazu kommen, dass das noch teurer wird und dass die Leute sich darüber aufregen. Also der Punkt, Leute, wo ihr euch da draußen keinen Döner mehr leisten kommt, da werden wir zum Tier. Da ist der Punkt, wo wir beide... Dann knallt, das kann er sich nicht leisten. Da ist der Punkt, wo wir eskalieren. Und da sage ich für euch, jetzt ein bisschen Spaß beiseite. Inflation, Preise steigen, wir können uns nichts mehr leisten, Geld nichts mehr wert. Hier, du wahrscheinlich auch hier durch dein Geschäft vieles auf Pump gekauft, auf geht nicht Fall anders. Klar. Aber eher für euch da draußen. Ich habe da eine geile Sache für euch. 0% Risiko, da bin ich immer Fan von 0 Risiko, keine Kosten. Und für alle, die irgendwas haben, wirklich privat irgendwas, ob es Dispos, Kreditkartenschulden, generell Kredite, da habe ich eine geile Sache. Und zwar, die Lösung ist Anyfin.
Kredite, wie eben genannt, kommen oft mit ziemlich hohen Zinsen daher. Anyfin kann dir helfen, genau solche Kredite zu senken, indem sie niedrige Zinsen anbieten und keine zusätzlichen Gebühren verlangt. So zahlt man dann weniger für seinen Kredit. Über die App kannst du dich dann in einem Kreditportal einloggen, da eurem Anbieter, oder ihr ladet einfach von Vertrag bestimmte Daten hoch, Fotos, und dann prüft Anyfin das. Und für den Fall, dass sie euch diese Kredite, den ihr habt, oder eure Konditionen verbessern können, schicken die euch ein Angebot. Das heißt, ihr habt das Gleiche, was ihr vorher am Start, nichts verändert sich, außer dass ihr weniger zahlt. Und das Trustpilot, auch absolut gute Bewertung, blende ich nochmal ein. Ja. Code Holle in der Videobeschreibung auf den Link mit Anyfin, 20 Euro nochmal auf euren Kreditabzug. Ja, das war's. Bei null Risiko hat man ja nichts zu verlieren. Kann geil. Ja, finde ich auch. Ist so. Für sowas stehe ich auch immer gerne dazu. Geil, danke Ahmed, danke euch auch, und jetzt testen wir deinen Döner. Alles klar, Steak sei mit euch. Ja, Mann, Steak sei mit euch. So, jetzt geht's weiter hier im Kontext. Ich habe hier eben auch schon gesehen, ihr habt eine Auszeichnung sogar, Ahmed, ne? Ja, genau. Moin, grüß dich, film mir mal einmal ab. Weser Report, ja, ich habe mir eben schon ein bisschen durchgelesen. Weser Report, sehr bekannt hier auch. Also 5 von 5 Sternen und irgendwie Top 5, oder wie war das? Nee, 5 von 5 Sternen einfach ausgezeichnet und getestet, ne? Ja, genau, die haben uns einfach auch Sterne gegeben, die waren ganz spontan hier, haben wieder wie jeder Kunde ihren Döner ganz normal bestellt, und wir haben es erst erfahren, nachdem die Kunden uns darauf angesprochen haben. Mhm. Da sind so halt ältere Kundschaft gekommen, die gerne Zeitungen lesen, da merkt man ja nicht, diese Kundschaften. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben sie bei Weser Report gelesen und deswegen wollen wir euer Steak Döner kennen. Kam einfach so vorbei ohne Anmeldung, ne? Ohne Anmeldung. Stark. Und die das war eine gute Bewertung, weil ich möchte das gerne, dass das ohne Voranmeldung so gemacht wird. Dass das immer so Standardprogramm ist. Geil. Dass der Döner jedes Mal perfekt ausgeht. Und das ist für mich wichtig. Du machst mir jetzt Döner auch, ne? Genau, ich mach's. Ach komm, dann lass uns direkt den Döner starten, Mann. Ich hab Bock, ich hab sehr Hunger. Ich hab noch nichts gegessen, Leute. Hast, das kann gefährlich werden. Da werde ich zum Tier, Ahmed, wenn ich Hunger habe, zum Tier. Da ist auch Fadi, ne, Fadi? Das ist mein Onkel. Onkel, ah, der auch eher mit hier. Der Original-Sigi. Der Original-Sigi. Der Originale. Mein Name ist Schüble, aber jeder nennt ihn Sigi. Ah, das ist Sigi. Original-Sigis-Gemüse. Stark, stark, okay, schön. Ja, sehr gerne. Dann geht's hier mal los. Oh, da habt ihr erstmal Butter drauf, ja? Ja, ein bisschen Butter muss auf jeden Fall da drauf. Oha, ja, sehr schön. Wenn du magst, ja. Petersilie ganz wichtig. Ja, und ihr habt auch noch gewürztes Zumak, habt ihr da? Ja, genau, da haben wir Isot. Was ist das Isot? Isot, das sind getrocknete Chicken, die werden unter der Sonne getrocknet. Oh, geil. Also die kommen aber original aus der Türkei. Da würde ich gerne nehmen, würde ich gerne nehmen. Ja, das passt sehr gut dazu. Das sieht stark aus, ja. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ist rein Oberschale, wirklich nur Oberschale, ja, des Spieß? Oberschale kann ich dir auch gerne zeigen. Und Fettschichten halt noch zwischendrin, ne? Wie viel Prozent würdest du sagen, Fettschicht? Ja, so 15 bis 20. 15 bis 20. Okay. Geil, die. Korrekt. Dann esse ich eben draußen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Sehr geil mariniert. Geil. Und schmeckst du auch diesen kräftigen Fleischgeschmack daraus? Alles was ganz anderes, Leute. Und wirklich sehr gut mariniert. Das, was nicht passieren wird, ist, dass die Power fehlt. Das wird geil sein, das sage ich jetzt schon mal. Mach ich. So, Hausmeister Krause wollte uns noch mal eben eine Sache zum Döner hier sagen. Das ist hier der beste Döner. Das sieht man auch hier. So, kannst du den mal so shaken einmal? Ich bin gespannt, sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Ich muss ja mal gucken, wenn man jetzt so Fleisch probiert, das ist immer kreiert. Nein, nicht immer, aber oft für einen Döner. Hier gibt es, glaube ich, gar keinen Döner-Teller. Boah, ist aber einfach stark. Damit will ich sagen, manchmal, wenn das Fleisch nur für einen Döner kreiert ist, nicht für einen Döner-Teller, so probieren, ist manchmal schwierig, weil die Würze dann natürlich stärker ist. Und das könntest du, glaube ich, auch auf dem Döner-Teller. Ganz stark. Rot flauschig von außen. Ah, ja, du. Fickt mir das Ding da runter. Beim Brot, ihr wisst ja, ich habe inzwischen so feste Begrifflichkeiten. Boden gefühlt, Baguette-Charakter. Sieht stark aus, fühlt sich stark an. Sehr
sehr geiles Brot, gar Zwiebel im Mund gehabt, hat ein bisschen so ein Feeling von so einem Bruschetta. Bruschetta, das Brot, wenn das so getoastet würde, ganz hart ist, flauschiges Brot, aber was von innen weich und dann wirklich so nur ein Knusper hat und zerfällt so, wirklich zerfällt im Mund, ganz leicht. Sehr einzigartiger Döner. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, was kommt da gerade, was schmecke ich überhaupt? Ich habe gemerkt, oh, das ist so eine Unternote noch nie gehabt. Und was ist es? Es ist diese Chili, an der Luft getrocknet, hat nämlich vom Unterton gewissen Charakter von sonnengetrockneten Tomaten. Und dieses Feeling hast du, hast natürlich eine leichte Schärfe drin. Ohoho, ist schon eine Ansage. Brot, ganz leichte Trockenheit, guckt mir aber, wie sich das verhält. Jetzt und später natürlich auch mit dem Döner mit Soßen. Geiler Knusper vom Brot, schöner angebräunter Charakter, ganz starkes Ding, würde ich schon mal sagen. Schön Petersilien-Feeling. Ganz viel Frische im Döner. Seht ihr das mit der Petersilie da? Wie schmeckst du, das ist geil, das ist einfach wild. Sehr einzigartig, wenn ihr hier seid, nimmt auf jeden Fall diese getrockneten Chilis. Jetzt zum Ende brettert er nochmal ab. Jetzt zum Ende, wo dieses harte Fleischfeeling kommt, wo du den dicken Königsbiss hast, da kommt nochmal Fleischkeul, dieses intensive, dunkle. Ich versuche immer mit Pferd nochmal zu vergleichen. Pferd ist so die Kernigkeit in Person, so richtig deftig, stark, kräftig, dunkel. Das hier ist auch relativ kernig, aber doch eher so ein bisschen noch ins liebliche Weiche hinein. Aber nichtsdestotrotz intensiver Rindsgeschmack. Richtig geiler, intensiver Rindsgeschmack. Zum Ende kommt er nochmal richtig. Immer wieder diese Impulse von dem getrockneten Chili. Diese Impulse auch von diesen getrockneten Tomaten. Hat einfach Ähnlichkeit. Vielleicht die Trockenheit vom Brot noch, aber mit Soßen wird das gleich anders. Bin gespannt. Das ist sehr stark. Wirklich sehr stark. Ja, sehr starker Döner. Sehr gerne. Sehr gerne. Wenn also, möchtest du noch einen essen oder reicht der? Wir nehmen noch mit Soßen. Ja, wir nehmen noch einen mit Soßen, muss noch. Gerne. Ich habe nämlich gesagt, so der einzige kleine Kritikpunkt, das Brot wurde ein bisschen trocken. Ja, das auch abgestimmt ist natürlich darauf, dass ihr mit Soßen nimmt. Aber es war im grünen Bereich, also ein absolut empfehlenswerter, starker Döner und das Fleisch sehr einzigartig. Also komplett wirklich, das Fleisch zerfetzt alles. Ich wollte aber Sigi auch noch mal ranholen, weil ich wollte euch ein Kompliment noch geben. Ja. Da wollte ich, komm mal ruhig her, Sigi, wenn du willst. Für alle Bremer, und das kann ich mit gutem Gewissen sagen, abgesehen vom Bremerhaven, das klammer ich jetzt mal aus, aber wirklich in Bremen, ist es der beste Dönerspieß in Bremen. Ein, zwei Ausbesserungen noch beim Dings, aber vom Dönerspieß. Eindeutig, ohne Dankeschön. Wenn und Aber, bester Dönerspieß in Bremen. Dankeschön. Gerne, gerne. Ja, gerne, stark. Ja, dann lass uns noch mit Dings. Ja. Gemüse machen. Mhm. Okay. Ja, das ist eine Wucht, Leute, wirklich. Also habt ihr was Gutes gemacht, ey. Achmed sagt gleich, nachdem wir Döner gegessen haben, noch was zum Baklava, weil er hat mit seinen Worten mich gerade überredet, das zu testen, weil er ein, zwei Sachen. Aber machst du nach dem Döner noch eine kleine Erklärung, dann testen wir noch mal einmal Baklava. Okay. Wie bitte? Macht Onkel Sigge auch? Onkel Sigge ist der Backer-Experte. Oh, und Döner-Experte auch. Geil. Okay. So, da kommt der nochmal rein, hier der Kollege. Auch sehr bahnbrechend waren eure Chilis, die sonnengetrockneten. Wirklich Game-Changer. Das macht ganz anderen Geschmack. Ja, hundertprozentig. Das ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Ja. Und du tankst noch nebenbei Vitamin D. Geil ist das, wirklich. Ja, ich sag's dir, wirklich stark. Und bei uns gibt's auch keine Konservierungsstoffe, keine Bindungsmittel, alles wirklich Natur pur. Keine, was hast du eben noch gemacht? Keine Bindungsmittel, keine Konservierungsstoffe, keine Geschmacksverstärker. Keine Phosphat auch, ne? Nein, auch bei den Soßen auch nicht, weil wir benutzen Mayonnaise, was ohne Geschmacksverstärker ist, ja. Mega, mega. Jetzt kommt Sigis Gemüsekebab, der allerechte. Sigi, schneidet nochmal eben hier. Ich mach erstmal 170 Gramm. Magst du auch Rucola, bisschen Grünkraut aus Holland, ist mal ganz wichtig. Ja, warum nicht? Ich bin auch so ein Holland-Fan, weißt du, alles gute Grüne kommt aus Holland. Ja, alles gute Grüne kommt aus Holland, ja. Kriegst du auf jeden Fall noch ein bisschen Grünkraut aus Holland. Ja, komm, wenn du sagst, das schmeckt, kann sehr gerne. Dann nehmen wir was Weißes aus Bolivien. Weißes aus Bolivien, ja. Sehr geil, dann nehmen wir den so. Perfekt, bin auch ein Esel, ne? Hier sind ja Stühle, ich Vollidiot. Kann mich ja sogar hier hinsetzen. Brett. Brett, Leute. So, gucken wir mal das. Der Duft ist auch sehr, sehr, sehr stark. Der Käse hat einen geilen Duft.
Das Brot haben sie besser getoastet, glaube ich. Hm? Leicht, dieser leicht bittere Rucola, scharfer Käse. Super, Digi, danke. Danke, super Ding. Ja, schmeckt sehr gut. Leider abgelenkt worden gerade. Ist alles aus meinen Gedanken raus gerade. Boah, schöne Zitrone noch dran. Nee, das war der Sumak. Der Sumak mit der Säure, ganz prickelnd auf der Zunge. Auf jeden Fall eben nochmal so einen schönen kräuterlastigen Biss gehabt. Ganz kräuterlastig, war ich gerade abgelenkt. Konnte nicht mehr greifen. Ganz intensive Kräuter. Ich glaube, das war vom Käse einfach, weil der Käse so aufgeladen ist mit Kräutern. Muss gewesen sein. Das Brot von außen, das ist ein geiler Effekt, du beißt rein. Geruch steigt auf, das bildet ja auch irgendwo den Geschmack mit, haben wir ja gelernt. Dadurch, dass diese Butter da drauf ist, kommt dieser Geruch, steigt auf, geht in deinen Geschmack mit über, dass du mal so einen Geschmackskick. Natürlich isst du es auch, das kommt auch dazu, aber dieser Geruch macht auch eine große Rolle. Du riechst es, sehr geiler Geruch vom Brot. Geschmeidige Peperoni im Biss. Was heißt Peperoni? Paprika. Die grüne Paprika, die eigentlich von sich aus war eher so auf, muss es sein, muss das nicht, gewinnt gewisse Lieblichkeit durch dieses Frittieren. Matcht super, ganz geschmeidig hier drin, passt super an dem Döner. Also in der Stadt Bremen ist es der stärkste Dönerspieß. Bisschen Aufbesserung noch, ein Brot und so weiter. Und dann kann man auch mit Gewissheit sagen, bester Döner in Bremen. Wir testen noch Baklava und dann zischen wir zum nächsten Spot. Aber ich snack natürlich erstmal auf. Gut, also wir sind noch einmal ganz kurz in der Küche. Hier haben die nochmal das Fleisch, das sie wirklich selber immer zubereiten. Schön eingekauft. Sowas liebe ich immer. Also diese Aufnahmen, Leute, wenn ich das schon sehe, hinterher auch in meinen Videos, da weißt du, das ist ein Spot, Leute. Das ist ein Spot. Das ist ein marmoriertes Fleisch. Ah, geil. Und das wird heute Abend aufgesteckt. Ja. Ah, Süße, stark. Die ja. Farbe ist, man wird schön die Fettschicht. Schön, ja. Und das ist immer ganz wichtig, dass man das auch betont. Ja, stark. Tee nicht, danke dir. Aber ich würde einen Baklava dann noch probieren. Hol mal den Baklava, erzähl mal nochmal, was du sagen wolltest. Ich komme auch von der anderen Seite, weil das Licht von da kommt. Das ist doch besser. Und zwar, Baklava, traditionell wird das in Gaziantep produziert. Ich komme ja aus der Türkei, Gaziantep. Und Pistazie ist ganz wichtig. Butter ist ganz wichtig. Teig ist auch ganz wichtig. Also, das muss alles perfekt sein. Sirup muss auch perfekt sein. Das darf nicht in Sirup schwimmen, ganz wichtig. Weil es gibt manche Baklavas, die schwimmen im Sirup. Und bei mir schwimmt das nicht. Theoretisch. Boah, fällt nicht mal runter, stark. Das, fällt nicht runter. Und das ist die Qualität. Die beste Pistazie heißt in der Türkei Vogelscheiße. Heißt wirklich so, ja? Das heißt wirklich so. Und das ist die erste Qualität. Und wenn du diese Qualität hast, machst du den besten Baklava. Den musst du erstmal umdrehen. Dann musst du erstmal Butter riechen. Riechen? Okay. Riech das nach der guten Butter, ja? Ja, das riecht so, nach der guten Butter. Wenn du das riechst, nach der guten Butter. Und die Pistazie. Und dann musst du erstmal. Du musst das Crunchige einmal spüren und hören. Und dann musst du es in deiner Zunge zergehen lassen. Du schmeckst die Butter wirklich. Du schmeckst die Pistazie. Ist nicht so verwässert durch diese ganzen Dings. Es ist schön knackig. Jede einzelne Teigschicht merkst du. Auf jeden Fall. Das ist auch ganz wichtig. Jede einzelne Teigschicht. Und nicht zu süß. Nicht zu süß. Das ist auch geil. Ganz wichtig. Stark. Also das ist auch wirklich, Leute. Sehr stark. Also für Döner, für Baklava. Absolute Empfehlung, Mann. Ja, sehr stark, Ahmad, gerne. Dankeschön, hat mich gefreut. Dann sehen wir uns beim nächsten Spot in Hamburg tatsächlich. So, in Hamburg angekommen, wo wir jetzt auch den guten Franklin, aka Julian und Dodo treffen werden. Sage ich euch die Bewertung nochmal eben. Ich würde für den guten Siggi 8,4 Punkte. Können wir auch gerne im Ranking drin lassen, weil das ist auch für Bremen ein geiler Spot. Möchte ich euch nicht vorenthalten. Kommt ins Ranking rein, 8,4 Punkte. Fair, stabil, leichtes Ausbesserungspotenzial beim Brot. So, und jetzt sehen wir uns im Marktkaufcenter. In letzter Zeit sind echt die Foodcourt-Geschichten voll im Kommen. Sehen wir uns im Marktkaufcenter. Bei was für einem Spot, seht ihr auch gleich. So, auf Undercover-Basis stalke ich hier mal schon mal eben den Spot. Hab eben schon mal jemand getroffen. Das war, ist auf Montage hier, hat gestern schon gegessen. Sagt, da war die Hölle los. Ne? Er ist auch gerade auf sämtlichen Social Media Food-Kanälen am Start. Julian und Dodo kommen gleich noch und dann checken wir direkt ab. Aber der sieht echt heftig aus. Ist halt ein Smashburger. So wie man ihn kennt im Moment, wie ihn viele machen. So auf Goldie-Style. Aber er sieht schon echt sehr gut aus. So lustig, ich treffe hier gerade Bekannten, sage ich mal, und noch Freundinnen, Bekannte. Genau. Ja, genau. Und die hat gerade erzählt, das fand ich interessant, du hast kein Sättigungsgefühl, ne? Genau. Also ich bin die Tiffy, ich mache Bodybuilding, also gehe auf die Bühne, Figurklasse. Ja. Und viele ist es immer ganz, ganz schlimm in der Off-Season, weil ich habe halt echt krasse Gewichtsschwankungen.
weil ich kein Sättigungsgefühl habe. Also ich kann reinschaufeln, was geht. Ich schieb dann auf, fett denn? Ich krieg halt so eine Blauze, ja. So, und wenn ich weiter esse, dann drückt es mir den Ranzen auch hinten raus. Oha. Dann habe ich auch Schnappatmung. Also ich kann es nicht als Sättigung interpretieren. So. Mhm. Ich ernähre mich auch teilweise nur von hier, war gerade einkaufen, Proteinriegel. Ja. Das heißt, letztens für 80 Euro Proteinriegel eingekauft und alle vernichtet auf einmal. Ehrlich? Ja. Meine Darmtätigkeit macht es sogar mit. Also ich weiß nicht, das hat sich modifiziert, hat sich mir angepasst. Und würdest du sagen, denn jetzt, ich grinse so ein bisschen, aber vielleicht ist es ja überhaupt nicht lustig, belastet dich das auch sehr mit dem kein Sättigungsgefühl oder ist es was, wo du sogar sagst, oh geil? Mal so, mal so. Weil für einen Sport ist das schon mal ganz gut, weil ich kann halt das essen, was auf dem Plan steht. Ich wäre, glaube ich, wenn ich ein Mann wäre, wäre ich der beste Bodybuilder. Wahrscheinlich, ne? Weil ich könnte fressen, was geht. Also wenn ich jemanden zum Wettessen brauche, sage ich dir Bescheid. Dann gibst du mir Bescheid. Geil. Ja. Vielleicht hast du ja Instagram, du machst bestimmt auch so ein bisschen hier Content und so. Wie heißt du da bei Instagram? Auf Instagram Tiffany Ritter und auf YouTube Testo Tiffy. Testo Tiffy. Die Leute kennen mich da draußen schon, auch mit meinem Essverhalten. Die Freundin von Testo Thorsten. Genau, so sieht's aus. Geil. So, ich habe euch schon angekündigt, Jungs. Ich habe eben schon ein paar Blicke drauf geworfen. Das ist so was schön, geht euch ab, zu sehen, mein Lieber? Ey. Was geht? Wir beide haben uns zuletzt einfach vor locker ein Jahr her oder so in München gesehen. Und das haben wir gerade schon gesagt, einfach so scheiße weit weg. Aber wir sind immer wieder in Kontakt. Und so, also nur, weil die Leute denken immer draußen, wenn man nicht auf YouTube gemeinsam am Start ist, dann ist irgendwie Beef oder man hat keinen Kontakt mehr oder so. Ja, ja, als hättest du irgendwie mit meiner Freundin, keine Ahnung. Ja, Digga, das war auch, aber man kann ja trotzdem Kontakt haben. Und das ich letzte, mit deiner aber auch. Das letzte Mal, weiß ich noch, da standen wir auf einer Brücke, da hast du auf dem Fluss gezeigt, hast du gesagt, guck mal da vorne, wo die Brücke ist, ne? Ja. Da habe ich deine Mutter. Ja, stimmt. Ja, außer das hast du mir im Auto erzählt. Das hab ich dir erzählt. Ne? Ja, Digga, du hast einfach mal so ein bisschen einen so drüber. Was steht heute auf deiner Mission? Also, wir werden jetzt ein Hype-Spot. Also, ihr seid jetzt leider nur bei einem Spot dabei. Dieses Video steht unter dem Aspekt 3 Städte, 3 Hype-Spots. Und hier in Hamburg, wenn wir jetzt den John Peppo, oder wie er heißt hier vorne. Den habe ich auch bei TikTok gesehen. Das sieht schon geil aus. Smashburger, ne? Smashy. Den werden wir testen. Und da wir jetzt ja nicht nur ein Experte, sondern 3 sind, werden wir alle unsere Meinung zum Besten geben. Da müsst ihr eigentlich schon, ich bin mal gespannt, ob wir alle drei, wenn wir alle drei einer Meinung sind. Er hat mich auch gerade schon angesprochen, der Besitzer. Also er scheint auf Social Media auch gut vertreten zu sein und auch unseren Content von uns allen zu gucken. Deswegen, er wird sich gleich freuen, dass wir da auftauchen. Ja, guck mal, hier ist der gute Freund schon. Ich filme einfach drauf los, der wollte ja eben schon... muss sagen, relativ unscheinbar, ne, der Laden. Also ist jetzt nicht so super auffällig. Und auch die Auslage vorne, muss ich auch mal sagen, noch erst ehrlich gesagt, so, da ist noch ein bisschen... Also das schaut jetzt so ein bisschen lieblos. Also so, weißt du, was das hier vorne, was ist das genau? Was ist das? Eistee bestimmt, ne? Ja, aber das schaut so steril aus und so kalt, weißt du? Aber das hier finde ich sieht geil, das sage ich ehrlich. So von der Professionalität und so Laden rein finde ich ja, cool. Digga, das schaut safe. Mit einem John Peppo Getränk da, das John Peppo Getränk ist das. Was ist John Peppo? John Peppo, das, Das ist so Interpretationssache, das könnte auch so ein... von so einem Namendarsteller sein. Ja. Oh, lecker, rein in die Fressnuge. Lecker. John Peppo, rein. Lecker. Die Jungs, Moindy, grüß dich. Ich gebe dir mal einmal das Mikro, ja? Also wir haben dich hier bei Social Media gesehen. Ja. Und wir sind alle der Überzeugung, ihr seid gerade, habt so ein bisschen Hype am Start, ne? Schon ein bisschen, ja. Und jetzt wollten wir auch mal testen und schauen, ob gerechtfertigt oder ob das einfach nur der Hype, wie der Hype so ist. Gar kein Problem, das geben wir noch. Ah, okay, geil. Was würdest du uns denn empfehlen? Wir wollen eigentlich alle einen Burger essen, einmal so zum Testen. Wenn du einen uns geben würdest, welchen würdest du uns geben? Ich würde dir den Sweet Onion geben. Sweet Onion? Genau. Sweet sogar? Ja. Was macht mit Zwiebeln? Mit Honig? Ja, also nehmen wir Zucker, brauchen wir Zucker? Ah. Honig nicht. Okay. Aber das brauchen wir nicht. Können wir abfilmen hinten? Könnt ihr gerne machen. Ja? Okay, dann würde ich abfilmen. Passen wir auch alle hinten rein, weil wir sind im Dreier gespannt heute. Brauchen wir doch gar nicht alle. Doch, ich will uns alle da hin. Ja, alle drin haben. Ja? Ich will alle drei drin haben. Alle drei. Schön Dreier, das ist super, ey. Da freue ich mich. Das hat deine Mutter gestern auch gesagt. Oh, meine Mutter ist tot, Bruder. Ehrlich. Dann dein Vater, Digga. Ja, dann mein Vater. Dein Vater, ich kenne jetzt. Hat er gerade meine tote Mutter beleidigt, oder? Ich wusste nicht, dass deine Mutter. Nein, ich bin da schmerzfrei, Jungs. Marcel sagt immer, weil ich seine Mutter auch beleidige, sagt er immer, meine Mutter hätte es gewollt, dass wenn ich die andere Mutter beleidige, dass derjenige zurück beleidigt. Ich würde sagen, jetzt sind wir quitt. Deiner war drüber, meiner ist auch drüber. Jetzt sind wir wieder quitt. Wir sind wieder quitt. Okay, komm her. Wenn ihr seid, ihr esst mir beide. Bruder, das Video geht in eine falsche Richtung. American Pie war das so. Nur mit den 12 Frauen war das bei American Pie so. Da mussten die Frauen sich küssen. Die erst die Männer und dann die Frau gesagt, dann machen wir auch. Okay. Ich probiert einfach gerne. Ist das Zufall, dass ich jetzt hier den Dunklen bekomme, oder? Nein. Da hätte ich.
Erste Diagnose, Dodo, was sagst du zum Smashen und so weiter? Man sieht schon, der wird schon richtig crispy sein, ne? Ja, das habe ich auch gedacht. Erste Smashen ist schon nicht verkehrt. Ah, wir brauchen ja drei, aber macht ja gleich einen zweiten und dritten noch, ne? Ich glaube schon, ja. Haben wir das ja haben wir gesagt eigentlich, ne? Das Weiß können, ich gar nicht. Kannst du noch zwei mehr haben, dass wir jeder einen essen können? Ja, geil. Als hätte er jetzt Nein gesagt. Er ne? Sagt so Nein, Mann. Nee, geht nicht. Das Smashen hat er aber drauf. Die sind richtig gut geworden jetzt, ne, beim zweiten. Ja, seht ihr den letzten Move, wie er den noch runterslidet? Ja, so. Ich finde, der ist durchschnittlich und der macht... Ich finde, der ist groß. Ich finde, der ist riesig. Der macht uns bestimmt glücklich. Ja. Aber meiner hat mehr Käse drauf. Nee, ist aber, bitte, ist was? So. Ja. Geil, die. Dann gehen wir mal eben einmal snacken. Okay. So, da ist der gute Alte. Das ist so geil. Ich schwör's dir. Und das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich hatte nicht die Eier dazu, mich hier alles so umzubauen, wie ich das will. Ne? Dafür bewundere ich. Doch, das kommt ja auch, muss man dazu sagen, Dodo. Das kommt alles gleich wieder zurück. Oh, der ist es aber auch hier. Guckt euch den mal an. Das ist schon Oschi-Moschi. Ja, haut da rein, Jungs. Ich muss an der Käsesoße riechen. Okay. Ui, die sind aber schön weich. Oh ja, Mann, richtig weich. Die erinnern mich ein bisschen an die von Goldies, so von der Größe her und allem, von der Weichheit her. Jetzt kommt aber mir, eben war viel zu viel Zwiebel. Erster Bissen, schon mal schönes Fleischaroma. Schön, kommt gut durch. Können die Soße identifizieren? Was heißt, die Soße ist ja auch so ein bisschen süß, ne? Also ich habe auf jeden Fall gerade auch diesen Slide gemerkt. Wolltest du zum Schluss das gerade? Da hast du übelsten Crunch zwischen. Mhm. Ist aber ganz geil, weil es nicht durchgehend im Burger ist, finde ich. Ja. Und diese Soße ist eher so Mayo-artig. Ich kann sie nicht schmecken. Ich habe zu viele Zwiebeln. Das war bei mir am Anfang. Aber dadurch, jetzt habe ich die weggebissen, jetzt sind die Zwiebeln im Rahmen. Ich finde, der hat ein super Verhältnis aus immer noch Crunch, aber auch ein bisschen matschig, aber nicht zu matschig, weil der sifft unten nicht durch, weißt Schön du? Schön gesagt, ja. Ja, stark. Und jetzt würde ich mal sagen, holen wir den mal mit dem Käse, weil das haben wir noch gar nicht gemacht. Und das sieht man ja auf Social Media. Und schon mal, deiner ist gleich weg, dein Burger. Gleich. Ich bin ja nicht so der Käse-Fan, macht ihr mit Käse? Also ich würde mal... Nee, ohne Käse Bock mehr. Ich versuche mal das Gute und das Schlechte hervorzuheben. Ja, nee, ich mag den Geschmack vom Käse auch gar nicht. Nee. Ja. Also das Gute ist definitiv, was du gesagt hast, geile Matschigkeit, geiler Crunch, Kruste super getroffen, Fleisch scheint nicht schlecht zu sein. Aber ich finde, abgesehen davon ist die Süße von den Zwiebeln nicht perfekt gewählt. Also es ist einfach eine Süße, nicht perfekt auf den Burger abgestimmt. Und du hast im Burger so zwei Komponenten, du spürst viel Süße, aber der Rest ist recht geschmacksneutral, auch das Fleisch und so weiter. Ja. Also Süße und Rest ein bisschen zu lasch. Mhm. Aber ich finde den Smash richtig gut. Der ist ganz weit vorne, weil das ist nicht zu doll und nicht zu wenig. Der ist gut gesmashed, ja. Der Smash ist echt on point, Alter. Jetzt hatte ich zum Beispiel gerade einen Käsebiss, der war auch nicht zu lasch. Da hat der Käse gut reingekriegt. Also ich hatte vor 3 Wochen Burger Vision in Berlin getestet und das Fleisch hatte null Taste. Und hier beißt du rein und das Erste, was mir im Mund gekommen ist, ist dieser angebratene Fleischgeschmack. Also ich finde es variieren. Ich habe zum Beispiel jetzt den Rest vom Burger, da war schöner Käsegeschmack. Da kam die Mayo noch rein. Die Mayo finde ich auch recht simpel. Jetzt nicht so geil, also diese Burgersoße. Deswegen habe ich auch gefragt nach dem Geschmack der Soße, weil ich konnte den nicht identifizieren. Und dadurch, dass auch so viele Zwiebeln drauf waren, ist das schwer, das Soßenverhältnis so auszuschmecken. Also ich würde sagen, als Feedback, weniger Zwiebeln. Ist eine Wundertüte. Ich hatte auch am Anfang ganz viel Zwiebeln. Mhm. Dann hatte ich zwischendurch einen etwas lascheren Burger. Jetzt zum Schluss kommt er wieder, weil Käse und die Soße kommt. Ich würde sagen, durchwachsen. Teilweise sehr geil, teilweise Verbesserungspotenzial. Ja. Ich würde nicht so kritisch mit dem ins Gericht gehen. Nee? Nee. Also bei mir war das Zwiebelverhältnis ganz gut. Ich mag aber Zwiebeln generell nicht auf dem Burger, also nicht so süße Zwiebeln. Ich finde, das passt einfach nicht. Nur irgendwie, ich glaube, an dem Fleisch könnte man noch mehr arbeiten, dass da noch mehr Taste rüberkommt. Wenn da mehr Geschmack, noch mehr Geschmack im Fleisch wäre, dann top. Gerade eben hat der Typ auch noch gesagt, dass die das Fleisch auch selber wolfen. Ne? Das fand ich ganz geil. Ne? Ja. Das ist nicht schlecht. Das macht doch fast jeder. Allen im Allen, lass uns bewerten den Burger, Leute. Sollen wir aufschreiben und dann zeigen? Ja, lass uns aufschreiben. Damit wir nicht beeinflussen. Ja, sehr gute Idee. Ja, ja. 1 bis 10, oder? 1 bis 10, ja. Okay. Oha, wir sind schon deutlich unterschiedlich. Ja. Was hast du, Dodo? Ich habe 8,3. Digga, ich habe am besten bewertet.
Heftig. Krass. Ja, da sieht man mal, ne? 8,6 finde ich schon. Also finde ich geil. Es freut mich auch für die Spots. Und für euch, testet immer, macht euch eure eigene Meinung und testet die Spots. Und freut mich, wenn ihr den so gut bewertet. Ich finde, das war im Großen und Ganzen ein guter Burger. Ich frage mich gerade, ob wir zwei unterschiedliche Burger bekommen haben, weil... Hat man bei den Zwiebeln bei mir schon gesehen, wenn ihr euch den von der Optik anguckt, wie meiner aussah, würdet ihr zum Schluss ein Video sehen, war schon sehr anders. Da sieht man aber, das ist das, was ich immer sage, Digga, das ist so viel Tagesform, egal welcher Laden. Es ist, es hängt davon ab, wer den drauf macht. Es hängen so viele kleine Komponenten ab. Dann deine persönliche Geschmacksnote. Ja. Jeder mag das unterschiedlich. Und dann hängt das auch davon ab, wie unterschiedlich kritisch man das quasi bewertet. Und der eine sagt, bei mir ist es quasi unmöglich, über eine 9 zu kommen. Ja. Und dann wieder so und so. Also das ist auf Social Media so Bewertungen oder generell eigentlich Bewertungen von Sachen. Muss halt immer im Hinterkopf haben als Zuschauer. Also das muss deswegen dann, ne? Kommt vorbei, testet die Spots immer selber, macht euch nochmal ein eigenes Bild. Scheiß doch einfach. Scheiß einfach. Nee, aber nochmal, um deine Meinung zu supporten. Erstmal finde ich sehr gut, dass ihr unabhängig von meinen, sage ich mal, ein paar Einwürfen immer noch gut bewertet habt. Aber auch für euch, ihr wisst das selber und ich habe es euch schon oft gesagt, ein Burger ist immer schwankend. Du kannst 10 Tests machen, wahrscheinlich wird viermal so sein, viermal so. Und deshalb 100%. Macht manchmal nicht uns verantwortlich, wir können nur das bewerten, was wir gekriegt haben. Und der Rest kann alles komplett unterschiedlich sein. Ja. Testet die Spots einfach selber unbedingt mal. Ja, Kuss, Jungs. Also ich gehe jetzt zum nächsten Spot rüber, da seid ihr leider nicht dabei. Ja, wir gehen jetzt zu einem Döner, über den alle reden tatsächlich, der in aller Munde ist. Kurt Ed teste ich jetzt in Köln. Okay. Ja, also so der Laden, über den die meisten reden, würde ich sagen, aktuell. Alle schon getestet außer mir. Und da gehen wir rüber. Und dann euch sage ich Dankeschön. Abonniert die Jungs, ne? In der Videobeschreibung. Abonniert Holle. Habe die Ehre. Habe auch die Ehre, Digga. Kuss geht raus. Kuss. Jungs. Also die Jungs waren schon ziemlich angetan, ne? Man hat aber eins gemerkt, die waren sehr von der Optik schon unterschiedlich. Bei meinem habt ihr die Zwiebeln, waren an einer Stelle ein Riesenhaufen Zwiebeln, an den anderen fast keine mehr. Und bei denen war das gut verteilt. Dementsprechend habe ich ein bisschen schlechter bewertet als die. Ja. Aber die haben über eine 8 gegeben, 8,6, 8,3 glaube ich. Ich habe nur 7,1, aber das glaube ich war an der Anrichtung auch. Ich glaube aber, es liegt auch daran, dass du einfach so gerade gekommen bist. Die waren ein bisschen nervös, weil die Kamera immer ist das Problem, sobald die Kamera direkt vor Ort ist, versuchen die sich dann dementsprechend meistens. Aber freut mich für dein Feedback. Ja, sehr gerne. Hab mich gefreut. Ja, geil. Kussi, danke, danke. Wir sind in Köln, gehen jetzt zu Kudo Ed. Wir sehen uns direkt da. Selfmade, alles geil. Waren auch schon viele YouTuber jetzt da. Wir bilden uns heute unser eigenes Urteil. Ja, und sehen uns direkt da. Da ist er. Denk mal, wir halten das kurz und knackig hier. Ich habe mit dem auch schon geschrieben. Ich habe den richtig auf Sherlock Holmes Basis wieder auseinandergenommen, weil der meinte, komm vorbei und so Selfmade spielst und so und dies und das. Und ich wurde ja so oft schon angelogen. Da hat er mir ein Video geschickt vom Spieß, wie die den selber stecken. Da habe ich gesagt, Bruder, das kann auch aus einer anderen Produktion sein. Ich möchte, wie du außen den Laden filmst und dann reingehst und ich sehe, dass es in einem Durchgang gefilmt ist. Hat er gemacht. Also da bin ich ja immer sehr hinterher, dass ich nicht verarscht werde mehr. Da sind die besten Männer. Oh, mein Chef, ich nehme einmal mit Tomaten, mit Zwiebeln und sonst gar nichts. Was willst du denn? Ohne Brot? Doch, da Brot nehme ich auch. So, entspannter Laden, ja. Ah, macht ihr Brot immer so schon vorher? Macht ihr immer oder machst du Show für Kamera? Sei ehrlich. Machst du immer so, ja? Ah, so macht ihr den. Stark. Das ist für dich. Das ist für mich schon jetzt? Ja. Okay, dann nehme ich den direkt. Geil. Oh, habt ihr gesehen, so ein Brot? Ich hab gesehen, das ist ein Special-Brot. Macht er wirklich immer so mit auch Brot dahinlegen? Sei ganz ehrlich. Schwörst du? Okay. Ich gehe mal hier hinten in die Ecke. Hier müsste klar gehen. Jetzt schauen wir mal, Leute. Bin ich gespannt, was der hier macht, der Döner. Boah, das war echt eine schnelle Nummer. Habt ihr gesehen, so ein Brot? Noch nie gesehen. Also schon gesehen, ist er so Pide-Style eher. Man kann es gar nicht rausholen jetzt komplett außerdings, weil dann würde er auseinanderfallen. So viel von dem Döner gehört. Gucken wir mal, was er kann. Schöner, fleischiger Geschmack. Was direkt aber auffällt, ist natürlich das dicke Brot. Das merkst du im Biss, das merkst du im Geschmack. Nimmt sehr viel Raum ein. Gewisse Süße bringt das Brot mit, aber einen schönen Eigengeschmack auch.
Brot ist wirklich wie so ein Kissen auf beiden Seiten. Ziemlich dick und es wird auch nicht weniger. Es nimmt schon sehr, sehr, sehr viel Raum ein. Eine leichte Trockenheit im Biss, meine sogar ein paar Special-Gewürze ausgemacht zu haben. Orientalische Gewürze, die ich jetzt nicht genau deuten konnte. Aber auch nur in einem Moment kann eine Täuschung gewesen sein. Vielleicht hatten sie das auch im Fleisch. Das wird natürlich per Hand gewürzt und dann ist es nicht an jeder Stelle. Hi. Hi, grüß dich, mein Lieber. Na, alles klar bei dir? Alles gut bei dir. Ja, bei mir auch. Danke, danke. Hatten wir geschrieben auch? Ja, wir haben geschrieben. Geil, ja, sehr gerne. Nicht dafür. Nicht dafür, wir haben hier den Chef auch noch am Start. Ja, setz dich, Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wir hatten geschrieben. Ich habe dich gestalkt, dass du mir ein Video schickst genau, damals. Genau, ne? Geil, geil. Also, ich kann dir direkt eigentlich mal hier Feedback geben. Man merkt, selbstgemachtes Fleisch merkt man natürlich sofort. Ja. Kritikpunkt hätte ich bei euch bei dem Brot. Das Brot nimmt zu viel Raum ein. Das müsst ihr dünner machen. Das müsst ihr unbedingt dünner machen. Also, sonst habt ihr super Produkt. Man merkt halt beim Fleisch, auf einen Biss so starker, geiler Fleischgeschmack. Ja, aber das Brot einfach dünner. Ihr macht das schon gut, ne? Ihr macht das selber. Das würde ich nicht austauschen gegen irgendein Industrieprodukt jetzt. Aber ganz doof gesagt, würdet ihr euch ein Fladenbrot um die Ecke holen und das benutzen, Standardfladenbrot, hättet ihr eventuell ein besseres Gesamtprodukt. Einfach weil zu viel. Ich würde es trotzdem selber machen, aber leicht verändern. Dann seid ihr besser am Start. Also wir haben uns darauf spezialisiert. Aha. Das kommt normalerweise aus der Türkei. Das gibt es ja in Deutschland noch gar nicht. Also dass man den Fladenbrot nicht ausschneidet. Ja. Das wir versuchen das so dünn zu machen wie möglich. Aha. Es passt halt nicht immer, also manchmal kommt es zu dick, manchmal zu dünn. Okay. Deswegen wir grüßen noch uns darauf, dass wir einen spezifischen Konsistenz bekommen, dass alles Fleisch stimmt. Okay, verstehe. Ich sage immer, das ist nämlich so schade, man hat so heftiges Fleisch und man macht so einen Aufwand, niemand hier hat so ein Fleisch wie ihr. Und denn, wenn das Brot einfach nur ein bisschen dünner wäre, dann hätte ihr ein perfektes Gesamtergebnis. Aber trotzdem sehr lecker Döner, die. Sehr lecker. Ja, nicht dafür. Ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Station. Also ein Spot mit sehr viel Liebe, sehr viel Leidenschaft. Einzigartig in Deutschland, dieses Brot habe ich nirgendwo anders vorgesehen. Das ist dieses Pidebrot, das kenne ich nur aus der Türkei von einem sehr berühmten Spot. Kann ich euch nur ans Herz legen, diesen Döner mal zu testen. Brot war wie gesagt nicht perfekt, deshalb würde ich jetzt, wenn ich eine Bewertung raushauen müsste, da habe ich auch gesagt, mach das dünner und dann hat der Döner sau viel Potenzial. Aber jetzt so heute hätte ich vielleicht eine 7,5 gegeben. Aber wirklich viel, viel Potenzial nach oben und jetzt sehen wir uns beim nächsten Spot. Zurück in Hamburg. In dem Sinne werde ich das Video hier jetzt beenden. Ich habe meine Jungs hier nochmal am Start. Warum freuen wir uns so? Ich weiß es nicht, es ist einfach schön hier zu sein. Ja, auf jeden Fall lasst einen Kommentar da, Leute. Lasst einen Kommentar da. Lasst einen Kommentar da. Lasst den Daumen oben scheppern. Abonniert die beiden Jungs unbedingt in der Videobeschreibung. Und dann sage ich, ja, bis zum nächsten Mal.